Lena ist wieder da. Nach 2 Jahren im Klammergriff vom Eurovision Song Contest hat sie eine neue Platte gemacht. Sie heißt Stardust, übersetzt gleichermaßen Meteoritenstaub, wie auch als Slangwort Kokain. Was sie nun genau damit meint, kann sie uns morgen erklären. Da wird sie nämlich hier auf dem Sofa sitzen. Wir haben sie die letzten Tage beobachtet. Sie hat Open-Air-Konzerte gegeben, sich ein bisschen eingegroovt in die neue Platte und offenbar richtig Spaß gehabt. Das deutsche Fräulein Wunder des Pop ist wieder da. Am Wochenende hat Lena in Hamburg die Songs ihres neuen Albums Stardust zum ersten Mal live vorgestellt. Es macht so Bock. Wirklich, ich habe nicht gedacht, dass es so viel Bock macht. Es war wirklich echt der Hammer. Die 21-jährige Sängerin hat aber noch jede Menge mehr um die Ohren. Seit 2 Jahren lebt sie in Köln. Hier treffen wir sie in einem Tonstudio für ein ganz anderes Projekt. Für eine Kinder-CD singt sie ein Pippi Langstrumpf-Lied. Ein Zusatzstress, den sie gerne auf sich nimmt. Ich bin ehrlich gesagt, so was Kinder angeht und so, bin ich immer ganz vorne dabei. Sesamstraße, Giraffenaffen. Ich finde, für Kinder ist es immer schön. Im Taxi kann Lena ein bisschen durchatmen. Seit ihrem Erfolg beim Eurovision Song Contest vor 2 Jahren lebt sie auf der Überholspur. Nach ihrem Abi hat sie sich an der Kölner Uni eingeschrieben. Aber das Musikbusiness hat sie nicht losgelassen. Ich habe teilweise 2 Wochen lang jeden Tag 16 Stunden, wo ich irgendwie on air sein muss. Und das ist natürlich eine total andere Belastung, als einfach, als jetzt zum Beispiel, weiß ich, in einer Metzgerei zu stehen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, es würde mich auch total fertig machen und total platt machen. Einfach jeden Tag um 7 Uhr, von 7 bis, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr in einem Laden zu stehen. Mit ihrem Leben und ihrem neuen Album ist Lena glücklich. Morgen früh hat sie bei uns ihren nächsten Termin. Und darauf freut sie sich schon. Ich habe Bock auf Stardust. Ich habe Lust, bei euch zu spielen, mit euch zu quatschen und Käffchen zu trinken. Ja.